wenn sind du jetzt stellst ja um. Wir warten jetzt noch kurz, bis die ja ersten uns wieder zuschalten. Und dann machst du einen Schwenk nach links zu Tür. Ja. Jetzt ist noch niemand dabei. Deswegen. Egal, machen wir oh doch, Tagesschau. Jetzt kommt die erste Person dazu. Herzlich willkommen. Und die zweite. Und es geht los. Es geht los, es geht los, es geht los. Ja, dann herzlich willkommen. Es heißt wieder Kulturöffner der Klassikstiftung Weimar. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen für alle von nah und fern aus Weimar und aus dem Rest der Welt. Wir haben wieder keine Kosten und Mühen gescheut und haben uns wieder überlegt, welche Türen und Tore wir euch heute öffnen können. Denn wir sind heute nicht nur die Kulturöffner, sondern vor allem die Kulturöffner, denn wir sind heute hier im Schloss Belvedere und nicht, na, eigentlich sind wir nicht im Schloss Belvedere, sondern wir sind im Park Belvedere und zwar in der Orangerie. Und hier in der Orangerie wollen wir euch ganz spannende Dinge zeigen, Türen öffnen, Tore öffnen und freuen uns, dass ihr dabei seid. Sagt uns auch gerne wieder, von wo ihr euch zuschaltet. Natürlich dürft ihr auch und sollt uns auch wieder eure Fragen stellen. Und wir haben einen Experten eingeladen, den gibt es auch später noch. Es gibt auch wieder was zu gewinnen. Genau, so wie die letzten drei Mal, denn wir sind schon zum vierten Mal mit Kulturöffner dabei. Und damit ihr uns auch glaubt, dass wir Türen und Tore öffnen, öffnen wir euch sozusagen das erste Tor hier zur Orangerie. Das übernimmt Kirsten und ich drehe mal ganz kurz die Kamera. Machst du noch einen Schwenk durch den Park? Ja, und bevor Kirsten gleich hier das Tor öffnet, sie macht sich schon bereit, zeigen wir euch hier nochmal einen kleinen Blick in den Park. Denn der Park ist natürlich öffentlich zugänglich. Den könnt ihr auch besuchen, auch mit öffentlichen Führungen noch bis Ende Oktober immer samstags. Aber die Orangerie hier im Belvedere ist eben nicht immer offen. Und Kirsten öffnet hier das große Tor. Ihr seht, im Vergleich zu Kirsten ist dieses Tor wirklich sehr, sehr groß. Ja, herzliche Grüße in die Schweiz. Da guckt jemand aus der Schweiz zu. Wir freuen uns. Warum ist dieses Tor so groß? Genau. Und zwar hat es damit zu tun, dass hier sehr, sehr große Pflanzen raus und wieder reingebracht werden. Also richtige Bäume in Kübeln. Wir machen hier Sicherheit hier vor. Die machen wieder zu. Das Tor ist nicht ganz so alt wie dieses Gebäude. Das kommt aus den 1920er Jahren. Also, aber dadurch, dass es quasi jetzt auch schon historisch ist, hat man sich dafür entschieden, das so zu lassen. Also es ist fast wie so ein Industrietor. Das Besondere an Orangerien ist einmal, dass es eine Pflanzensammlung bezeichnet, aber auch ein Gebäude. Und diese Gebäude sind also dafür da, dass die Pflanzen hier konserviert werden, also dass sie es nicht zu kalt, nicht zu warm im Winter haben. Und die Fenster spielen eine besondere Rolle. Es gibt in Orangerien meistens große Fensterfronten. Hier kein Oberlicht, weil es ein Kalthaus ist. Und es ist wichtig, dass man immer eine konstante Durchlüftung hat. Der Herr Pahl hat gesagt, die Pflanzen, die haben gerne, jetzt muss ich es richtig sagen, warme Füße und einen kühlen Kopf. Also es gibt hier Technik, auch historische Technik, wie zum Beispiel diese Kanalheizung, die dafür eingebaut wurde, dass die Pflanzen warme Füße behalten können. Und jetzt bewegen wir uns schon so ein bisschen mehr in Richtung der Bewohnerinnen und Bewohner dieser Orangerie, aber nur temporär. Alle, die wir jetzt treffen, sind nur temporär hier. Genau, ich übernehme wieder. Grüße aus dem Sauerland erreichen uns. Also wir haben schon ganz viele Zuschauer und jetzt bin ich nicht mehr allein. Neben mir steht Herr Petzold. Herr Petzold, herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns heute hier unterstützen. Und vielleicht können Sie kurz in einem Satz sagen, was Sie eigentlich hier bei der Klassikstiftung machen. Also ich bin der Gärtner für Topf und Kübel, nennt sich Leiter der Orangerie. Und ich habe die Gärtnerei, die Orangerie und einen Teil der Schmuckplätze unter mir. Und Sie sehen es ja im Hintergrund. Das sind unsere Neuankömmlinge bzw. die Namensgeber der Orangerie, die Bitterorangen. Wir hatten bis vorige Woche, Mittwoch, einen Bestand von 50 Exemplaren. Und vorige Woche, Mittwoch, kam die vorerst erstmal letzte Lieferung.
der Bitterorangen aus Italien, 70 Stück und jetzt haben wir ungefähr 120. Und diese Grüße aus Chile übrigens, oh, krass. Ganz weit her. Und diese Bitterorangen haben ja einen besonderen Namen, den ja viele auch in anderen Zusammenhängen kennen. Wir sagen ja dazu Pomeranzen. Ich habe gelesen, Pomeranzen oder wenn wir sozusagen Personen als Pomeranzen bezeichnen, dann haben die den Namen deshalb, weil das irgendwie ursprünglich damit assoziiert wurde, dass dann so junge Frauen die Wangenfarben so hätten wie diese Früchte, die an diesen Bäumen wachsen. Ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber die Pomeranzen sind ja eigentlich eine ganz besondere Frucht. Und der Name kommt ist aus dem Lateinischen. Genau, aus dem Lateinischen. Und heißt eigentlich goldener Apfel. Wie heißt denn das? Pomum di Arancio, der goldene Apfel. Beziehungsweise wenn man übersetzt, also es sind einmal werden es in zwei Gruppen eingeteilt, die Bitterorangen und die süßen Orangen. Und bei den süßen Orangen hat sich dann natürlich der Name Apfelsine durchgesetzt noch. Ach. Der benannte Apfel von China. Da haben wir den Apfel wieder drin. Genau, und diese Orangenbäume, oder die holt man ja deshalb wieder hierher, weil es eben schon früher sozusagen einen sehr großen Bestand gab, der ja zwischenzeitlich immer mal ein bisschen weniger wurde und jetzt können wir sozusagen wieder ein bisschen den Bestand so aufbauen, dass wir sagen können, ja, zu welcher Zeit ungefähr, wie war das so Mitte oder Anfang des 19. Jahrhunderts? Genau, ne? genau. Um 1823, 24 war die Hochblüte hier in der Orangerie mit der Sammlung. Und das Grundgerüst sind natürlich die Orangenbäume und die barocke Aufstellordnung ist jetzt zu ungefähr zwei Dritteln wieder, wie es ehemals zur damaligen Zeit war. Ihr sagt eine Zuschauerin, 120 Bäume, fantastisch, das muss ja duften. Duftet das? Noch nicht, wir sind im Winterquartier, die Pflanzen haben sich jetzt, sag ich mal, schon ein bisschen zurückgezogen, haben, ich sag mal, den Winterschlaf angetreten. Wir gucken auch mal die Pflanzen an unterdessen. Und im nächsten Jahr, im Mitte Mai, Ende Juni, wird es dann so sein, dass im Innenhof die Pflanzen zeitgleich blühen und fruchten. Und nächstes Jahr, das ist ja das Besondere, haben wir die Bundesgartenschau in Erfurt und Weimar mit seinen Parkanlagen, gehört sozusagen zu den Außenstandorten und Weimar bildet die Außenstandorte und Belvedere wird da natürlich eigentlich das, was von der Klassikstiftung, würde ich mal sagen, am meisten glänzt. Da freuen sich nicht die für den Ilmpark arbeiten, auch das ist wichtig. Sind alle gleich, genau. Der Ilmpark, Ettersburg, natürlich auch das Belvedere, aber Belvedere ist halt das Gros der Pflanzensammlung. Genau, da können wir einfach ganz viel zeigen. Ja. Noch eine Frage, wie ist die Lufttemperatur? Also es sind reine Kalthäuser bis auf das eine Haus, das sogenannte neue Haus. Und wir haben hier so im Schnitt zwischen 5 und 8 Grad, reicht vollkommen aus. Man kann sogar noch ein bisschen weniger Temperatur hier haben. Es soll konserviert werden. Also die Pflanzen sollen, wie sie im Herbst eingeräumt werden, eingefahren werden, auch dementsprechend ausgeräumt werden im Frühjahr. Und wir gucken uns jetzt mal noch ein paar Beispiele an. Denn, das hat Kirsten vorhin bei der Besprechung gesagt, im Supermarkt finden wir dann natürlich nicht so viele Sorten an Zitrusfrüchten, an Orangenfrüchten. Aber wir haben hier eine ganze Menge an Beispielen und die gucken wir uns jetzt hier mal an. Wir sind hier weiter in den Häusern und der Herr Petzold kommt sozusagen wieder vor die Kamera. Und wir gehen hier nochmal so durch, oder Kirsten geht vor. Ich zeige euch mal ein bisschen, was es hier so gibt, wie viele unterschiedliche Formen Zitrusfrüchte einnehmen können. Hier haben wir, wie heißt das? Das ist Pomum di Adamo, auch eine Bitterorange mit kleinen, myrtenblättrigen Blättern, die eine Panaschierung aufweisen. Das ist was ganz Besonderes, habe ich gelernt. Panaschiert bedeutet, es gibt mehrere Farben. Die sogenannten versilberten oder vergoldeten Myrten bzw. Zitrus als Form. Und im nächsten Jahr zur Bundesgartenschau wird es auch eine Ausstellung geben im Gärtnerhaus hier im Belvedere. Und die hat dann eben auch den passenden Namen, die Hüter der goldenen Früchte, weil es eben um die Gärtner und die Geschichte der Gärtner hier im Weimar und im Belvedere gehen wird. Denn so wie heute auch, ohne die Gärtner und heute auch Gärtnerinnen, wäre das sozusagen gar nicht möglich. Genau. Hütet ja auch keiner die goldenen Früchte hier. Genau. Jetzt noch was Besonderes an den Zitruspflanzen ist nämlich, warum man die früher auch so faszinierend fand, dass die gleichzeitig blühen und Früchte tragen. Und hier haben wir ein Beispiel. Moment, Felix, wir blättern es mal auf. Hier sehen da sehen wir die Blüte
Und gleichzeitig gibt's hier ausgewachsene Früchte, Mini-Früchte, die noch nicht ganz fertig sind. Also die Zitruspflanze ist faszinierend und ich glaube, das ist auch ein Punkt, warum der Karl August die haben wollte. Und genau. Auch schon seine Vorgänger. Genau, weil das ist nämlich, das habe ich nochmal nachgelesen, 1505 gibt es die erste Rechnung, in der nämlich drin steht, dass die Herzöge sich hier die Pomeranzen herholen, damals aber noch nicht die fertigen großen Pflanzen, sondern eben die einzelnen Früchte. Und irgendwann sagt man sich dann, na okay, wenn wir die Früchte uns hier holen, die holen die, glaube ich, aus Leipzig und Erfurt, da betreiben die Handel, dann können wir das Ganze doch hier auch anpflanzen. Das, bis es dann so aussieht, wie wir das heute haben. Mach mal hier. Da ist dann noch eine ganze, da passiert dann noch ganz schön viel, weil man diese Pflanzen auch damals natürlich nicht hier angebaut hat, sondern auch hierher bringen musste. Genau. Wir haben schon heimlich die nächste Tür geöffnet. Und zwar wollen wir jetzt sozusagen mal diesen Teil der Orangerie verlassen und euch mal sozusagen noch ein paar Gänge zeigen und ein hinter paar Objekte den Kulissen. Hinter den Kulissen. Das ist ja die Idee unseres Formats. So, die angefragt, ob wir noch Mignon zitieren. Kannst du es aus dem Stand? Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, aber weiter weiß ich es leider nicht. Das müssen wir nachreichen oder die Anke sucht es schnell raus und postet es hier als Kommentar. Also das Land, wo die Zitronen blühen, das ist jetzt erstmal hier Thüringen. Genau. Die blühen und fruchten gleichzeitig. Wir gehen hier. Es kann sein, dass der Empfang hier weg ist. Bleib also dran, wir kommen wieder. Also das sind hier ganz geheime Gänge, wo wir lang gehen. Ich muss mal aufpassen, dass ich nicht stolpere. So, ihr seht, die beiden Herren gehen nach oben. Ist ja alles auch ein bisschen gefährlich. Wir scheuen hier kein Risiko. Und so, jetzt sind wir wieder im Licht. Und jetzt haben wir hier nicht nur die Tür zum nächsten Raum geöffnet, sondern wir haben hier gleich schon wieder die nächste verschlossene Tür und Herr Petzold schließt uns sozusagen mal dieses tolle Objekt auf diesen tollen Schrank. Tatsächlich ja so ein bisschen mein Highlight hier oben, weil ich so begeistert bin von diesem Schrank. Was ist das jetzt für ein Schrank? Was ist das für ein Schrank, Herr Petzold? Das ist der ehemalige Samenschrank der Garteninspektoren. Hier wurden Sämereien aufbewahrt für die, sag ich mal, nächste Aussaat. Mhm. Nicht nur Sommerblumen, einjährige, mehrjährige, staudige Pflanzen. Und es war ja wie zur damaligen Zeit in den Anfängen, dass die Samenfirmen, es gab noch nicht so viele und da wurde dann dementsprechend hier eigene Ernte gemacht und wurde eingelagert. Ja, spannend. Und dann hat man hier sozusagen in diese Töpfchen die Samen gepackt. Das sind so mundgeblasene Gläser, mhm, und dann kamen diese Deckel drauf, die dementsprechend auch Löcher drin hatten, damit der Samen nicht verschimmelt ist. Ja, das kenne ich. Ich habe Bonsai zu Hause versucht zu pflanzen und immer verschimmeln mir leider die Samen, die ich zu Hause habe. Ich habe leider nicht so einen großen Schrank zu Hause. Wenn ihr nochmal Samentipps austauscht, nehme ich die Leute mal mit nach hinten, da gibt es nämlich auch noch was Schönes genau. zu sehen. Und zwar müssen wir dafür zwei Türen durchschreiten. Wir laufen hier wirklich nicht in den repräsentativen Bereichen herum, aber es lohnt sich. Und zwar waren das hier früher die Kammern, ja, die passen auf da hinten, die Kammern der Gärtnergesellen. Die haben hier gelebt, genächtigt. Und davon sieht man noch etwas. Und zwar haben die sich verewigt in ihren Stuben. Hier gibt es noch so, man könnte sagen, Graffiti. Haben sie hingeschrieben, wie sie heißen. Man kann hier auch mal rausgucken. Sieht man das Weimarer Land. Hier Karikaturen und einen Pflanzplan. Also das kann man sich richtig vorstellen, dass hier die Leute gelebt haben. Und das passt zum Kulturöffner, das haben wir vorhin noch gefunden. Hier hat auch jemand einen Schlüssel hingezeichnet. Und da steht Belvedere. Der Herr Petzold hat gesagt, die wissen nicht genau, was das bedeutet, dieser Schlüssel, aber wir fanden ihn irgendwie cool. Genauso wie diese historischen Gartengeräte, die man hier noch sieht. Muss man nochmal einen extra Termin machen, was man eigentlich mit denen anstellen kann. Und hier vorne haben sich die beiden über
die Themen der Pflanzensamenlagerung ausgetauscht. Und nee, wissen jetzt, wir haben uns darüber ausgetauscht, dass das doch immer sehr spannend ist für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn es um Pflanzen geht. Also natürlich haben wir auch ganz viele andere spannende Sachen, aber das, die Pflanzen bringen uns immer hohe Einschaltquoten. Das haben wir gesehen. Du uns auch. Genau. So, Felix, dann gehen wir jetzt mal. Dann übernehme ich mal. Achso, gut. Nee, ich übernehme nicht. Wir gehen jetzt zur Heizung. Genau. Stimmt. Und wieder nach unten. Jetzt können wir auch was dazu sagen, was wir hier eigentlich sehen. Genau. Und zwar sind das so Holzlager. Ihr könnt es so ein bisschen sehen vielleicht. Also hier liegen so Holzscheite und es gibt immer wieder so wie so Schornsteine, die nach oben gehen. Seht ihr das? Bisschen unscharf. Wir lassen uns jetzt mal erklären, was das eigentlich ist. Und zwar sieht man das hier ganz gut. Herr Petzold. Wo stehen wir denn hier? Und warum ist das so unscharf? Felix. Jetzt hat sie es. Ah ja. Herr Petzold, was ist das? Es ist eine der 11 Kanalheizungen, die wir hier in der Rangerie über Winter betreiben. Also bei strengeren Frosten, schon so ab 5 Grad, werden die ersten angebrannt. Müssen alle 3-4 Stunden aufgelegt werden. Hier ist der Vorrat an Holz, das sind zumeist Halbmeterstücken. Gefördertes Holz, was 3-4 Jahre im Schuppen lagern muss, damit die Restfeuchte rauskommt. Und dann kann es dementsprechend hochtransportiert werden und wird dann durch unser Personal hier dann über Nacht, wenn die Nächte dann manchmal so auf 15 oder mehr Grad minus zugehen, bei den letzten Wintern war es nicht ganz so, ist es so, dass alle 3-4 Stunden aufgelegt werden muss, kann auch manchmal die ganze Nacht gehen. Das ist quasi wie eine Fußbodenheizung für Pflanzen. Eine Fußbodenheizung ist es nicht. Es ist ähnlich der römischen Hypokaustenheizung in Anlehnung gebaut worden. Also ein Kanal, der stetig steigt, wo die Rauchgase durchführen und den Kanal dann erwärmen. Das dauert immer so mindestens eine halbe Stunde, ehe der Kanal dementsprechend warm geworden ist. Und wenn er dann einmal warm ist, gibt es... So, wir gehen jetzt mal wieder zum Licht und so. Schließen hier den Akku an, damit wir auch noch weiter bei euch bleiben. Gut. So. Ist alles ein bisschen sporadisch heute. Aber es geht weiter. Und zwar mit dem Felix. Genau. Ich habe hier noch was zu erzählen, aber zwar zusammen mit dem Herrn Petzold, der hier nochmal rankommt. Und zwar ist ja immer Teil unseres Kulturöffners oder Kulturöffners, wie wir es heute gemacht haben, auch unser Gewinnspiel. Und es gibt wie immer keine Frage mit richtig oder falsch zu beantworten, sondern was uns interessiert, ist, welche Pflanzen ihr denn, so wie wir hier oder wie die Lieblingspflanze von Herrn Petzold wahrscheinlich die Pomeranze ist. Vielleicht ist sie das überhaupt? Nicht, oder? Ich denke mal, der Oberbegriff Zitrus ist da geeigneter. Ja. Also die vielen verschiedenen. Sie lieben alle Zitrus. Über alle. Genau. Und deswegen wollen wir von euch wissen, was denn eure Lieblingspflanze ist. Zu Hause habt ihr sicher nicht alle so eine Orangerie. Nicht mal der Herr Petzold hat so eine Orangerie zu Hause, aber deswegen kommt er täglich hierher. Und postet uns dann einfach eure Lieblingspflanzen, die ihr entweder zu Hause kultiviert oder die ihr auch in Parkanlagen in Weimar schon gesehen habt oder woanders in der Welt. Und zu gewinnen gibt es diesmal eine Führung hier durch die Orangerie, durch den Park wieder durch die Orangerie mit Herrn Petzold. Denn das Schwierige an unserem Format ist, dass es so kurz ist und der Herr Petzold hat noch wahnsinnig viele Geschichten zu erzählen, weil es eben ist seit über 31 Jahren, haben wir gesagt, hier in der Orangerie im Belvedere tätig und da gibt es noch ganz viel zu erzählen. Noch hier noch ein Stück weiter. So. Und ich übernehme die Kamera. Ich bin eigentlich nur der Anker. Genau. Ich nehme euch mit durch den nächsten Teil. Wir sind jetzt hier im sogenannten Langen Haus. Das ist später hier angebaut worden und hier seht ihr schon, dass hier einige Pflanzen stehen, die sind sonst im Sommer eigentlich draußen und werden jetzt eben im Winter hier
reingebracht, wie zum Beispiel hier diese Strelitzie, aber jetzt haben wir hier nicht mehr die Blüte. Na, man kann die halt alle raus. Genau. Und diese Türen sind tatsächlich im Winter nicht verschlossen, sondern an den Wochenenden ab Ende Dezember könnt ihr euch dieses lange Haus angucken mit den Pflanzen und besuchen. Hier sind auch Ausstellungen. Genau. Hier ist auch ein Vogel drin. Oh, ja, da oben. Der mag das auch hier. Das ist nämlich zu warm. Sophia Kroschke schreibt toll, toll, toll und ist begeistert von dem, was wir hier zeigen. Vielen Dank. Aber jetzt zeigen wir fürs Finale, haben wir uns noch was überlegt. Es gibt den sogenannten roten Turm. Ach ja, hier gibt es auch noch so Felsformationen. Man versucht immer alles ganz natürlich aussehen zu lassen, wie in einem Wintergarten. Und bevor das letzte Tageslicht jetzt quasi verschwindet, hören wir im Roten Turm auf. Das war für Goethe und Karl August ein Ort, an dem sie auch so botanische Bibliothek angelegt haben oder haben sich auch mit ihren botanischen Untersuchungen beschäftigt. Und das Besondere ist, ich erzähle es euch hier, weil drin die Akustik so schlecht ist, das Besondere ist, dort hat man Fenster, die in die Landschaft zeigen und man hat Gemälde, die ursprünglich eigentlich im sogenannten chinesischen Pavillon beim Wittumspalais standen. Und als man den abgetragen hat, hat man gesagt, die Gemälde heben wir aber auf und die bringen wir in diesen neuen Pavillon. Deswegen die letzten beiden Türen für heute. So, hier wieder die Türen. Ja. Und ihr merkt schon, der Klang wird anders. Und die stellen die Wissenschaften dar, die ganzen Bilder hier rundherum. Willst du mal zeigen? Ja. Also ihr seht hier wirklich diesen so einen exotischen tollen Turm mit diesen Bildern. Auch dieser Turm ist nicht für Gruppen zugänglich, aber man kann von außen gut reinschauen. Im besten Fall auch bei Sonnenlicht, dann seht ihr auch diese Bilder viel besser. Und das Besondere hier ist vor allem auch der Blick nach draußen, hier wirklich in das Weimarer Umland. Und was auch interessant ist an diesen Bildern, wie hier eben diese Natur, diese natürliche Landschaft hier draußen dann übergeht in diese Wandbilder und da dann vervollständigt wird. Und die sind ähnlich exotisch wie die Pflanzen, die der Karl August sich hierher bringen lässt. Auch das sind Fragen, die wir heute uns gerne stellen. So, was hat das eigentlich mit heute zu tun, mit Globalisierung, mit dem Verhältnis zu anderen Kulturen? Also auch hier kann man heute noch spannende Fragen beantworten. Genau. Wir schließen so, dass ihr uns hören könnt und sehen könnt. Also. Genau. Das war's für heute. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was Neues gelernt. Wir haben ganz viel gelernt hier bei dem Besuch von der Orangerie in Belvedere. Macht mit beim Gewinnspiel, postet eure Lieblingspflanze und gewinnt einen Rundgang, einen individuellen Rundgang mit dem Herrn Petzold hier durch die Orangerie. Und vor allem seid in 4 Wochen im November wieder mit dabei, wenn wir euch wieder die Türen der Klassikstiftung öffnen. Und irgendwas ans Licht zerren. Genau, dann bis dahin. Macht's gut. Tschüss.